Wir haben im großen Stil jetzt Toblerone und Twix. Ja, werden wir alle noch fetter. Ja. Und die Zeiten noch langsamer. Ich glaube, wir fahren bis nach Köln. Herzlich willkommen zu einem neuen Video, direkt aus dem Auto bei bestem Wetter. Wir haben Ende Februar. Ende. Aber 19 Grad, unfassbar. Nächste Woche wieder minus 20 wahrscheinlich. Wir sitzen hier in einem brandneuen Audi A3. Ich glaube, er heißt in der aktuellen Fachsprache 35 TDI. Ne? 35 TDI ist ein 2 Liter TDI mit 150 PS Serie und 360 Newtonmeter mit einem Motor, Kennbuchstaben, EA288 Evo. Boah, richtig technisch heute, ne? Sehr gut. Ich hab's. Wie bitte? Verstehst du mich nicht, Chantal, oder was? Ich zeige Ihnen nun im Display, was Sie sagen können. Sagen Sie Korrektur, wenn Sie einen Schritt zurückgehen möchten. Kevin möchte nette Frauen kennenlernen. Ich wechsle nun in den Pausemodus. Um fortzufahren, drücken Sie bitte. Ruhe jetzt hier. So, habe ich alles gesagt? 35 TDI, 2 Liter TDI, habe ich gesagt, 100, hat 40 Newtonmeter mehr Werksangabe, früher hatten die 320 Newtonmeter. Ja, vielen Dank auch hier an den Kunden. Der Kunde hat damals schon bei der Terminbestätigung gesagt, auch bitte, bitte, könnt gerne ein Video mit meinem Auto machen, aber, das ist nett, aber auch nicht mega besonders mittlerweile, aber das Besondere ist, der Kunde hat uns, glaube ich, gefühlt 4.381 Millionen Kalorien mitgebracht. Wir haben im großen Stil jetzt Toblerone und Twix bekommen. Ich glaube, der Herr beliefert, ich glaube, am Flughafen genau, die Duty-Free-Shops. Und er hat gesagt, hier, die sind gerade nicht so. Und hat uns das einfach mitgebracht. Also in dem Sinne nochmal vielen, vielen Dank. Ich werde mich aber gleich aber auch nochmal persönlich bedanken, wenn ich ihn sehe, weil er war gerade nicht mehr da. Ja, werden wir alle noch fetter. Ja. Und die Zeiten noch langsamer. 100, 200 fahren wir jetzt. Meinst du nicht? Ah, 100, 200, ne, 150 PS. Soll ich schnell auf 150 machen? Ja, warte, ich halte hier einmal, ist eh gerade viel. Wir changen das eben. Ich glaube, wir fahren bis nach Köln. Was haben wir jetzt gesagt, 100 bis 160? Ja. Wir machen uns jetzt einfach breit. Ja, das müsste aber gehen. Also ich glaube, das wären locker 25 gewesen oder so, jetzt bis 200. Ja, 13,7. 100 auf 160. Klimaanlage an. Toll, ne, dieser Innenraum. Großes, aber das haben die ja mittlerweile alle, ne? Obwohl es ein kleines Auto ist. Wenn ich das mal so sagen darf, meine Meinung, relativ überschaubar. Viel digital, viel große Displays, sehr wertig, finde ich das so. Ne? Sieht so ein bisschen stylisch aus, ein bisschen modern. Ja, also, und von außen, mussten wir gleich auch mal zeigen, oder vielleicht hast du schon gezeigt, weiß ich ja gar nicht, weil wir haben im Auto angefangen, hat auch nochmal einen Schub gemacht, ne? Das Auto, so vom Optischen her. Gut, so, Fabi wartet schon, Eingangsmessung auf dem Prüfstand.
So, laufen wir. Wir laufen. Unser Audi A3 hat eine Serienleistung gemessen von 158,7 PS und 370 Newtonmeter. Werksangabe ist 360 Newtonmeter und 150 PS. Sehr gut im Futter. Jetzt kommt's, Fabi. Wir waren ja gerade mit noch einem anderen Auto gleichzeitig auf Ausgangsfahrt. Kommen wir wieder, steht der A3 gar nicht mehr im Prüfstand. Ich sag, Fabi, wo hängt das denn? Hatte auch drei Anrufe, war aber natürlich auf der Autobahn. Ich sag, wo hängt das denn? Ja, der geht nicht. Ich sag, das kann nicht sein. Es ist zwar ein sehr, 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 sehr neues Auto, aber die gehen alle. Da gibt es keinen, der nicht geht. Ja, da musste dann doch noch mal, man hat natürlich so, unsere Jungs haben natürlich so Abläufe und dann hat er nur, wir haben insgesamt 5 oder 6 unterschiedliche Tools, die sich auch überall ergänzen. Und dieses Steuergerät und dieses Auto, super Beispiel, geht theoretisch mit 3 unserer Haupttools. Jedes unserer Haupttools könnte den. Wir haben natürlich ein bevorzugtes Tool. In dem Fall ist es bei uns der Autotuner, weil es einfach auch gerade manchmal von der Konzeption her und so sehr, sehr gut gemacht ist und auch einfach gemacht ist, zu lesen und zu schreiben. Ging aber nicht mit dem Tool. Und Fabi, ja, geht da nicht. Hat mich auch nicht erreicht, wie gesagt. War schon am Abverspannen. Ich sage, nee, das kann nicht sein. Dann haben wir jetzt mit einem anderen Tool von uns natürlich gelesen bekommen. Aber mit dem einen Tool ging er nicht. So. Das hätte mich gewundert. Wir haben nämlich schon welche gemacht von den brandneuen Autos und die gibt es ja auch erst seit September 2020 und da ist nichts bekannt. Wir haben genau dieses Fahrzeug habe ich bei einem Händler in Österreich vor 1,5 Wochen gemacht, Neuauslieferung. Also die müssen gehen auch. So, es ist eine Bosch MD1. Ich habe es gar nicht genau im Kopf. Ich muss mal hier reingucken. Ich glaube, irgendwie sowas mit CS004 oder sowas. Also es ist eine Bosch MD1. Brandneu natürlich. Eine brandneue Hardware auch. Aber die gehen alle. Ja, müsst ihr halt genug Tools auf Lager haben, dann gehen die. Das ist immer das Problem. Das ist auch ein Problem, warum Händler immer fragen, ja, kann ich nur ein Gerät kaufen und kann dann euer ganzes Portfolio anbieten? Da sage ich mittlerweile wirklich jein. Solche Sachen hast du manchmal. Ne? Morgen kann sein, dass ein A3 kommt mit gleichem, ähnlichem Baujahr, der geht dann wieder mit dem Autotuner. Das ist einfach, wie es ist. So, jetzt habe ich genug erzählt. Wir haben eine Ausgangsleistung von 202,3 PS und 436 Newtonmeter. Dafür steht das Evo auch beim Motorkennbuchstabe. Nein, aber da ist natürlich auch immer Potenzial bei dem 150 PS Evo. Modell deswegen oder Evo Motor. So, jetzt habe ich genug erzählt. Wir fahren jetzt noch schnell 160 und dann war es das. Okay, so jetzt sind wir wieder auf der Autobahn. 160. So, jetzt müssen wir aber, jetzt kommt da ein Sprinter und das ist immer das Problem. Jetzt ist die Autobahn schön frei nach vorne hin. Ah, das wird auch, bleibt auch so. 13,7. 100, 160. Genau. Wohl mit der Leistung hätten wir auch jetzt 200 fahren können. So, und geht's. Gib ihm. Das ist, guck mal, jetzt sind wir schon bei 180, 190 und 200. Das haben wir vorhin, weißt du noch, das haben wir nicht aufgenommen vorhin, ne? Aber wir haben es vorhin fast gar nicht geschafft. Wir haben es dann, haben wir es geschafft? Ja, ganz kurz, aber ja. Da mussten wir abbremsen. Ja, ja. Gut, so also 200 PS in einem A3, klar. Wundert uns ja jetzt nicht, dass wir da schneller sind. 3 Sekunden von 100 auf 160. Das heißt, wären wir 100 auf 200 gefahren, wäre es natürlich der Unterschied noch mal krasser. Finde ich. Ne? Und die 3,3 Sekunden auf die 60, für die 60 km/h Beschleunigung ist schon ganz gut. Du springst jetzt im Pool? Wenn ich einen hätte. 20 Grad immer noch um 16 Uhr Ende Februar. Gut, oder? Das Video wird auch relativ kurzfristig kommen. Ihr werdet das Video, glaube ich, in den nächsten 2-3 Wochen sehen, weil wir gesagt haben, wir haben zwar sehr viel Vorlauf. Dieses Video wäre, glaube ich, erst, wenn wir wirklich Stück für Stück gehen würden, irgendwo Richtung April. Ja. Aber das ist ein neues Auto, das wollen wir euch zeigen. Deswegen gibt's, das wird in einer Woche kommen, glaube ich, wo wir 7 Videos in einer Woche bringen. Und das wird
weißt du noch gar nicht, ne? Nee, das weiß ich noch gar nicht. Ja, wir werden 7 Videos in einer Woche bringen und ich glaube, das ist der Montag jetzt. Oder der Dienstag. Ich habe das vorhin so ein bisschen auf unserem Board geschoben. Okay. Ich glaube, Montag. Ja. Danke fürs Zuschauen. Ciao.